Bismarck in Sachsen-Anhalt. Die strukturschwache Region ist von Landwirtschaft geprägt. Hier wohnt die 38-jährige Nicole mit ihren Söhnen Benjamin und Sebastian. Obwohl ich jeden Tag arbeiten gehe, leben wir von 1274 Euro im Monat. Für meine Kinder gebe ich alles. Die Familie lebt in einem 68 Quadratmeter Mietshaus. Neben den täglichen Hausarbeiten stellt auch der Job eine große Belastung dar. Das hier ist meine Arbeitskleidung vom Stall. Ich arbeite in der Landwirtschaft und die muss ich jetzt leider waschen. Landwirtschaft hört sich nach einem harten Job an, ist das so? Ja, die Landwirtschaft, die ist ziemlich hart. Also ich stehe morgens um 5.30 Uhr auf und ja, das wird immer ein langer Tag. Wie viele Tage arbeitest du in der Woche? 6, 7, also fast jeden Tag. Wie viel Freizeit hast du da so selbst für dich? Eigentlich gar nicht, weil ich immer nur entweder am Arbeiten bin oder Haushalt, Kinder, Einkaufen, Ämterwege, Arztwege, sowas alles immer mit reinschieben muss dann. Aber ich mache es für die Kinder, dass wir eben nicht zum Amt gehen müssen, weil ich möchte das nicht meinen Kindern vorleben. Ich möchte, dass sie das sehen, dass wenn man was haben möchte, dass man was für tun muss. Eine Einstellung, die der Alleinerziehenden einiges abverlangt. Neben dem Job opfert sich die 38-Jährige für ihre Kinder auf. Ein ganz großer Stressfaktor ist auch mein Sohn. Der hat eine Epilepsie, schon seit er 3 Monate alt ist. Er ist geistig behindert. Durch diese Anfälle, da sterben immer Zellen ab im Gehirn. Und deswegen ist er in seiner Entwicklung zurück, wie ein 3-Jähriger, 4-Jähriger ungefähr. Für mich war das sehr schlimm, wo es hieß, er hat diese Krankheit. Das war wie, als wenn man mir den Boden weggezogen hat unter den Füßen. Aber man macht es eben für seine Kinder mit Arzt und alles. Und weil wir wollen ihm ja auch helfen, ja, damit er später auch mal ein normales Leben führen kann oder einigermaßen normales Leben führen kann. Dafür legt sich Nicole täglich ins Zeug, im Job und zu Hause. Morgens um 7 beginnt für die ausgebildete Facharbeiterin in der Rinderproduktion der Arbeitstag. Zu der körperlichen Anstrengung kommt auch noch Zeitdruck. Ich muss mich ganz schön beeilen. Komm mal raus. Komm, steh mal auf hier. Ich muss jetzt ein bisschen Zeit aufholen. Heute früh war ein bisschen stressig, ehe ich losgekommen bin. Sonst schaffe ich die ganze Arbeit nicht. Ich betreue ca. 180 Kühe an Melkroboter. Inklusive die Nachzucht und Reinigung und Geburtshilfe, also alles, was so anfällt. Nicole mag diesen Ausgleich zu ihrem Alltag als Hausfrau und Mutter, trotz aller Umstände. Also ich kann definitiv sagen, es ist eine Drecksarbeit. Man macht sich schmutzig, auch wenn man da mal ein bisschen Kacke an den Händen hat. Man kann alles waschen, man kann es sauber machen. Ich habe damit kein Problem. Jemand muss es ja auch machen. So, und ich mache es eben gerne. Manch einer würde da sicher anders denken. Doch vom Amt zu leben ist keine Option für Nicole. Ich habe in meinem Leben bis jetzt immer gearbeitet. Also ich war kein Mal arbeitslos oder zu Hause oder irgendwas. Ich habe das seit der Lehre durchgängig gemacht. Ich finde Leute, die dem Staat auf der Tasche liegen, finde ich nicht in Ordnung. Man kann was für tun, auch mit körperlich schwerer Arbeit. Und ich würde es jederzeit wieder machen. Auch Landwirtschaft, es ist schwer, aber man kann alles schaffen. Seit 2016 ist sie auf dem Hof beschäftigt, für einen geringen Stundenlohn. Also momentan ist das mit dem Ansehen der Bauern nicht so gut. Es gibt sicherlich bessere Berufe. Große Sprünge oder so können wir jetzt nicht machen. Wir leben sparsam, wir haben keinen Luxus oder sowas. Aber mir gefällt der Beruf und der ist einfach toll. Nicole legt sich jeden Tag ins Zeug. Sie möchte ihren Söhnen eine schöne Kindheit bieten. Dabei kommt sie oft an ihre eigenen Grenzen. Na, ich arbeite entweder früh bis Mittag oder Nachmittag bis Abend. Je nachdem, ich brauche die Flexibilität wegen meinem Kind, damit ich die Betreuung dann absichern kann. Nach der Arbeit muss Nicole das Mittagessen für ihre Kinder vorbereiten. Sebastian besucht eine Förderschule, zu der er täglich gebracht und abgeholt wird. Du hast abgemacht? Nein, muss Mama machen. Muss Mama machen? Na dann, komm. So. Komm raus, ja? Ja. Was unterscheidet so den Alltag mit einem Kind mit Beeinträchtigung, mit Handicap? Es ist anstrengender, weil man seine Augen überall haben muss. Weil er hat kein Gefahrenbewusstsein. Er weiß nicht, wann Schluss ist mit irgendwas. Basti, wie war es in der Schule? Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht? Ja.
Sehr schön. Aufgrund der stark verzögerten Entwicklung des Jungen muss Nicole ihn rund um die Uhr betreuen. Und du möchtest jetzt was trinken? Mhm. Okay. Ja, ich muss ihm halt viel im Alltag helfen. Damit kommt dann der Benjamin ein bisschen zu kurz. Dein anderer Sohn? Mein anderer Sohn ein bisschen zu kurz. Deswegen ist er schon manchmal traurig. Der 11-jährige Benjamin ist in der 5. Klasse einer Sekundarschule. Zu Hause verbringt er die meiste Zeit in seinem Zimmer. Benjamin, hast du schon mal das Gefühl, dass du so ein bisschen zu kurz kommst? Was ist das, zu kurz kommen? Das heißt, wenn ich zu viel mit Sebastian beschäftigt bin, anstatt mit dir. Ich mach's doch so oder so jeden Tag. Und würdest du dir mehr Zeit wünschen? Vielleicht. Sehr informativ. Man kriegt nichts raus aus ihm. Weil du eh nie da bist. Ach, und wo bin ich? Arbeiten. Aha. Jeden Tag. Dass Nicole all das für ihre Familie auf sich nimmt, kann der Sohn doch nicht verstehen. Dennoch sind solche Momente hart für sie. Aber ist das schon mal schwer, weil du das Gefühl hast, du musst dich da irgendwie zerreißen, oder? Wenn ich mich teilen könnte, würde ich es machen. Aber es geht ja nicht. Man möchte ja auch für die da sein, aber es ist einfach die Zeit, die fehlt. Es ist Abend geworden. Seit 4 Monaten ist Christian als Partner an Nicoles Seite. Er wohnt mittlerweile bei der Familie. Auch er ist berufstätig. Na, wie war dein Tag? Anstrengend, wie immer. Echt? Deiner? Meiner war auch anstrengend. Ja. Bin jeden Abend fertig. Ja. Wenn ich von der Arbeit komme und dann alles noch fertig gemacht habe, Haushalt und so. Was machst du beruflich? Also ich bin jetzt noch aktuell Paketzusteller, aber bin auf der Suche nach einer anderen Arbeit. Machst du dir schon was Sorgen um deine Freundin, dass ihr irgendwie alles zu viel war? Das auf jeden Fall. Ich helfe ihr so gut wie ich kann. Mit den Kindern und so. Ja. Machst du ganz gut. Danke. Ja. Also ich habe ja vorher auch noch nie so wirklich mit so einen Kindern was zu tun gehabt. Und also ich wusste zwar, worauf ich mich hineinlasse. Ja, Schatz, ich habe mich da auch was überlegt. Mhm. Ich würde gerne mit Sebastian eine Reittherapie machen. Mhm. Wie findest du die Idee? Sehr gut. Ich erhoffe mir von der Pferdetherapie, dass er ruhiger wird, ausgeglichener, lernfähiger, einfach nur auch in der Entwicklung vorwärts kommt. Um die motorischen Fähigkeiten des 8-Jährigen zu verbessern, wäre eine Reittherapie hilfreich. Die ist allerdings nicht ganz günstig. Also ich habe schon mal gegoogelt ein bisschen. Das kostet um die 35, 40 Euro ungefähr die Stunde. Mhm. Wenn es anschlägt, ist es okay. Aber wenn man jetzt nach, 10 Stunden, das sind jetzt auch schon 300, 400 Euro. Das geht dann schon ins Geld. Dann denkt man schon, kriegt man das jetzt hin oder nicht. Nicoles Entschluss steht fest. Um ihren Sohn bestmöglich zu unterstützen, möchte sie der Therapie eine Chance geben. Auch wenn sie dafür den Gürtel noch etwas enger schnallen muss. Die Reittherapie ist mir schon sehr wichtig. Ich möchte gern, dass der Sebastian selbstständiger wird in seinem ganzen Verhalten alles. Ich habe schon versucht über die Krankenkasse, ob man bei der Reittherapie nicht einen Zuschuss kriegt, weil es ist ja auch gesundheitsfördernd, aber kriegt man da nicht. Im Internet hat Nicole ein Angebot gefunden, das etwa 40 Euro pro Stunde kostet. Ausgaben, die sie alleine stemmen muss. Einnahmen habe ich mit Wohngeld, Kindergeld und Lohn ca. 1.700 Euro. Dann kommen da noch Kinderzuschlag und Kindergeld dazu. Kinderzuschlag, das kann man beantragen, wenn man als Geringverdiener nicht so viel Geld kriegt. Das ist dann eine Zusatzleistung von der Kindergeldkasse. Und du läufst unter Geringverdiener? Genau, ich laufe unter Geringverdiener und deswegen kriege ich den Kinderzuschlag mit. Circa 620. Genau. Ist das schon mal schwer so von der Vorstellung, wenn du so denkst, du gehst fast jeden Tag arbeiten und trotzdem Geringverdiener? Ja, man geht arbeiten und es reicht dann trotzdem nicht. Und ja, das ist schwer, weil ich ja in dem Moment auch wieder eine Leistung beantragen muss, um dann mit über die Runden zu kommen. Weil man ja nicht so viel verdient. Nicole arbeitet in Teilzeit als Stallhelferin auf einem Hof. Um ihrem Jüngsten die Therapie zu ermöglichen, muss sie genau kalkulieren. Dann gehen noch weg die Miete mit 530 Euro und Versicherung 120 ungefähr.
Und dann geht noch weg Handy und Telefon mit knapp 160 Euro ungefähr. Ja, es ist nicht gerade sehr wenig, was da abgeht. Übrig bleiben dann ungefähr 1200 Euro zum Leben. Da müssen ja auch noch Anziehsachen gekauft werden und Strom zum Beispiel oder Schulsachen, Essen, Trinken, Benzin muss mit bezahlt werden von, ja. Und wie glaubst du, wird es mit der Pferdetherapie dann klappen, wenn du das jetzt so siehst? Ja, wir sparen eben, wo man eigentlich kann, also zum Beispiel Friseurbesuch. Ich schneide mir die Haare selber, das sind mal 50 Euro, was man so für Erwachsene bezahlt, die man sparen kann. Kinder sind auch, weiß nicht, 10, 15 Euro kostet da so ein normaler Haarschnitt. Und ja, heute wollte ich noch Benjamin die Haare schneiden. Die sind wieder mal dran. Finanziell gesehen macht Nicole mit dieser Maßnahme definitiv einen guten Schnitt. Das habe ich mich selber beigebracht. Und früher waren wir erst beim Friseur gewesen und jetzt machen wir das aber selber. Und Christian hilft mir dann mit jetzt, bei Benjamin die Haare zu schneiden. Ja. Das muss er nicht tun. Benjamin, wie ist es für dich, dass die Mama das macht? Super, nicht cool. Nicht cool? Nee. Warum? Weil Mama macht immer zu kurz. Benjamin lässt es über sich ergehen, obwohl der Elfjährige in Sachen Styling danach wohl nicht mit seinen Kumpels mithalten kann. Ja, wir können nur die normalen Frisuren machen, also die einfachen. Wir sind ja keine Friseure. Und der Friseur hat mehr Möglichkeiten, weil er mehr Erfahrung hat. Hauptsache kurz. Aber glaubst du, es wird bei der simplen Frisur auf Dauer bleiben, wenn er älter wird? Ich glaube, irgendwann ist die Zeit rum, dass wir das machen. Dann müssen wir zum Friseur, weil er andere Ansprüche hat. Weißt du, wie das bei Klassenkameraden ist? Ich glaube, seine Klassenkameraden, die gehen zum Friseur. In der Schule, wo er geht, da gucken sie sehr drauf, auf was man für Anziehsachen hat und alles. Aber bisher hatten wir damit noch keine Probleme gehabt. Mit Frisur oder irgendwie sowas, dass er gehänselt wird oder so. Überhaupt nicht. Hast du Angst vor, dass das kommen könnte? Ich habe Angst vor, dass es mal irgendwann kommt. Und wenn es dann soweit ist, na dann entweder läuft man mit, man macht das mit, was jetzt so in den Schulen los ist, oder halt man bleibt irgendwo auf der Strecke und wird dann weiter gemobbt. Und da habe ich schon Angst vor, dass er dann mal damit hinrutscht. Das so gesparte Geld will Nicole für ihren Jüngsten investieren. Doch auch Benjamin soll nicht zu kurz kommen. Benni, du weißt ja, dass wir für Sebastian das mit der Pferdetherapie machen möchten, ja? Ich weiß. Ja, und da haben wir uns gestern schon überlegt, was du mal machen möchtest gerne. Wir haben noch nie einen Ausflug gemacht. Oder ewig lang nicht mehr. Denkst du das echt so, dass Mama keine Zeit hat? Ja, Mama ist jeden Tag arbeiten und dann mit Basti beschäftigt. Also wollen wir mal in den Zoo gehen. Ja, irgendwo. Wo auch Tiere sind, die man fressen kann. Ja, wir rechnen das jetzt so durch, wie das ist mit Basti seiner Pferdetherapie. Und dann rechnen wir das nochmal durch, was überbleibt, wann wir mal in den Zoo fahren können, okay? Ja, stimmt. Komm mal her. Haushalt, Job, zwei Söhne. Powerfrau Nicole kämpft täglich, um allen gerecht zu werden.